So, Eva ist 7. Irgendwer von denen arg Hunger? Du? Wenigstens blühen hier jetzt die Beeren auf. Und Pilze gibt's hier auch genügend für einen Tempel. So, der Schuster ist fertig. Das heißt, unser Jäger wird hoffentlich in Zukunft sein Leder da einliefern. Und ihr macht beide hoffentlich Liebe, dass da endlich mal der Träger, den wir brauchen, bei rauskommt. Sieht fast aus, als ob sie jetzt anfangen würden, Krieger in ihrem Dorf zu sammeln. Oh, das Dreifamilienhaus wird gebaut. Das ist sehr gut. Da kommt unser Kind. Unser Jäger hat Hunger. Ja, Nahrung wird etwas mehr langsam beim Bäcker. Also ich sehe jetzt kein Problem mit der Nahrungsversorgung. Auch wenn ich immer wieder die Meldung kriege. Aber wenn ich so auf meine Nahrung gucke... Pendeln wir uns gerade sicher ein. Also wir sind abgestürzt auf jeden Fall. Wir sind gut abgestürzt, was klar ist. Sind da an der Stelle wieder etwas hoch und sind jetzt runter und wieder hoch. Aber wir waren niemals bei Null. Leder geht hoch. Holzwerkzeuge sind bei Null. Das heißt, wir können dich einreißen. Und könnten dort theoretisch einen Tisch, einen Schreiner hinbauen. Ja, könnten wir. Ja, der Bauernhof steht schon eine Weile leer. Du, bau mir bitte mal das Steinmetzzelt fertig, wenn du schon da drüben bauen willst. Da hast du nämlich auch schon Leder und Holz rumliegen und kannst das da entfernen, dass wir da den Schreiner hinbauen können. Oh, sie haben schon wieder Soldaten aus ihrem Dorf abgezogen, die Indianer. Wahrscheinlich verheizen sie sie gerade hier unten. Sie ziehen sich wieder zurück. Oh. So, nimm jetzt bitte das Leder und bring's weg. Und nicht die Nahrung. Wie siehst du aus? 13, das heißt, du bist bald erwachsen und kannst bald Farmer werden.
Und ja, ich glaube, ich werde den Schäfer wirklich hier hin, unten hinbauen. Und nicht hier oben. Weil hier unten habe ich auch genug Schafe. Ach, du holst Holz. Okay. So, Eva ist erwachsen. Lernt also das Farmen. So, unser Jäger könnte jetzt wirklich effektiver sein. Jetzt, wo wir einen Schuster so haben. Vielleicht sammelt er jetzt auch einfach nur den Kadaver hier auf. So. Karma. Jo. Das heißt, du kannst jetzt auch aus dem Jägerzelt rauskochen. Beziehungsweise da deine Nahrung beziehen. Und ich hoffe mal wirklich, dass er das Leder nimmt. Da sind wir schon mal fein raus. So, dann baust du mal bitte euer Zweifamilienhaus, damit die Bauarbeiter auch endlich einen Platz zum Schlafen und Essen haben. Und wie gesagt, wenn wir Weizen brauchen, hier oben liegt noch welches rum. Okay, die Nahrung steigt wieder angenehm an. So, du sammelst weiter Lehm, bis deine Töpferei fertig ist, weil dann töpferst du mir erstmal Geschirr, damit wir die Nahrung effektiver nutzen können. Oh ja, du ziehst hier ein. Irgendwer hier arg am Hungern? Bis jetzt nicht, nein. Weil hier sind wieder ein paar Bären. Und ein paar Beeren blühen auch schon wieder. Na, die sind schon wieder recht kampfstark geworden. So, und da hat unser Holzfäller gerade den Vorrat leer gefuttert. Auch gut. Oh ja, du kannst ein Mädchen kriegen, bitte. Die dann beim Lehmsammler einzieht. Oh.
So, was baust du eigentlich? Ach, du baust auch ein Zweifamilienhaus rum. Okay. Ja, das eine Holz noch aus dem Weg räumen, dass wir da den Schreiner hinbauen können. Also den Tischler, die Möbelwerkstatt. So, noch ein Jahr älter musst du werden und dann erwachsen. Du benötigst Stein. So, du bist 14, jetzt musst du nur noch den Sprung machen ins Erwachsenenalter und da ist alles geregelt. Na, irgendwie sieht es so aus, als ob die Indianer hier gut durchgebrochen sind. Aber jetzt haben sie ihre Angriffe eingestellt. So, du bist erwachsen, das heißt, du hilfst dem Bäcker. Und wir können unsere Möbelwerkstatt errichten. Gut. Du arbeitest dann aber bitte an der Töpferei erstmal weiter. Weil das Geschirr hat Vorrang vor den Möbeln. Sven ist hungrig, dann soll er was essen gehen. So, unser Träger wird fleißig. Er fängt an zu tragen. Damit uns unser Bäcker schönes Brot liefert. Yay. Ja, aber irgendwie sieht es so aus, als hätten die Indianer jetzt ihre Angriffsbemühungen eingestellt. Weil es halt auch ein bisschen danach aussieht, dass die Maya-Truppen. Sind es eigentlich Maya oder sind es Azteken? Weiß ich selber nicht mehr genau. Ich weiß, es waren nicht die Imker. Ich glaube, es waren die Maya.